Hallo und willkommen bei den Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu unserem neuen Video zu Next Station London, was wir euch heute gerne vorstellen möchten. Wer vielleicht unsere Top 3 gesehen hat, der weiß, da kam es ziemlich gut an. Am Next Station London ist von Matthew Dunstan, es ist bei Blue Orange erschienen, ist für 1 bis 4 Spiele und ab 8 Jahren. Ja, und in Next Station London sind wir jetzt mal zufälligerweise angeheuert worden, um die U-Bahn-Linie von London neu zu gestalten. Und das werden wir in einem schicken Flip and Ride tun. Und wie das jetzt genau funktioniert, erzählt euch Angelo in einem Regelüberblick. Und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. So, wie immer möchte ich mit euch zuerst das Setup des Spiels durchgehen. Für ein Flip and Ride ist natürlich sehr simpel. Wir haben hier den Block, das ist quasi unser Spielplan. Jeder der 1 bis 4 Spieler wird sich jetzt also hier so ein Blatt vom Block nehmen. Das mache ich einfach mal. Dann brauchen wir natürlich noch die Stationskarten. Das sind diese hier. Wir nehmen die und werden diese gut durchmischen. Dann legen wir sie bereit als Nachziehstapel. In diesem Video werden wir euch gleich den fortgeschrittenen Modus erklären. Möchtet ihr ohne diesen spielen, lasst ihr die gemeinsamen Ziele weg. Und diese Sonderfähigkeiten der einzelnen Stationen auch. Ich erkläre es euch aber jetzt ganz gern mit dem erweiterten Modus, denn hier kommen noch 2 allgemeine Ziele mit rein. Wir haben am Anfang 5 dieser Karten, das heißt, wir mischen auch diesen Stapel, werden 2 dieser Ziele aufdecken. Die übrigen Ziele kommen zurück in die Schachtel. Dann haben wir hier die Sonderaktionen der einzelnen Stationen, das heißt, wir werden jetzt hier dieses Deck durchmischen und dann zufällig auf jede dieser Karte einen dieser Stifte legen. Und darum geht es nämlich jetzt auch gleich. Wir werden Next Station London über 4 Runden spielen. Und wie lang, das erkläre ich euch gleich. Und zu Spielbeginn sucht sich jetzt einfach jeder Spieler einer dieser Farben aus. Das repräsentiert die Stationen, also die U-Bahn-Linien, die wir gleich machen werden. Ich sage einfach mal, ich fange mit der pinkenen Station an und Melly würde hier die lila Station bekommen. Die übrigen beiden Stationen, die werden wir im Spielverlauf auch noch bekommen. Das heißt, wir werden nachher 4 unterschiedliche Stationsfarben auf unserem Plan einzeichnen. Und wie das genau funktioniert, jetzt nochmal im Detail. Was möchten wir in diesen 4 Runden Next Station London machen? Natürlich die meisten Siegpunkte. Und ihr seht schon, auf unserem Spielplan haben wir hier verschiedene Symbole abgebildet. Dreieck, Fünfeck, Kreis und so weiter. Und diese gleichen Symbole sind auch hier auf diesen Karten, die wir jetzt aufdecken werden. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier rosa Karten. Ich decke gerade mal nochmal eine auf. Und wir haben diese blauen Karten. Die blauen Karten sind quasi überirdische Karten und diese rosa Karten sind unterirdische Karten. Sobald in diesem Stapel 5 rosa Karten aufgedeckt werden würden, dann endet die erste Spielrunde und wir rechnen die Punkte ab. Ich erkläre euch aber jetzt ganz kurz, wie das genau funktioniert. Dazu resette ich das einfach nochmal ganz kurz. Ich werde es jetzt nicht nochmal neu mischen. Meine Spielfarbe ist jetzt das Pink. Ich suche mir jetzt hier auf dem Spielplan die pinkene Station raus und die ist hier. Und ihr seht, der Spielplan ist in hier 13 Bezirke aufgeteilt. Ich sage jetzt wieso 13, weil hier oben ganz klein in den Ecken und auch hier unten nochmal kleine Bezirke sind. Sprich, meine rosa Linie fängt jetzt an, indem alle Spieler von ihrer entsprechenden Farbe, Melly würde quasi hier unten bei lila beginnen, eine Linie zu Viereck zeichnen, wenn sie möchten. Das heißt, ich könnte mich jetzt entscheiden, lass mich gerade mal gucken, ich könnte hier rüberfahren oder ich könnte hier rüberfahren. Danach wird die nächste Karte aufgedeckt und ab jetzt dürfte ich von der entsprechenden Linie zu Kreis fahren. Um das besser zu verdeutlichen, mache ich das einfach mal. Mit der ersten Linie wäre ich hier rüber gefahren. Danach haben wir den Kreis aufgedeckt. Jetzt darf ich entweder von hier zum Kreis gehen oder von meiner anderen Station zum Kreis. Und ihr seht schon, ich komme hier jetzt gar nicht mehr zu einem Kreis. Das heißt, ich muss hier rüber gehen. Kann ich mal keine Station einzeichnen oder möchte ich sie nicht einzeichnen, dann verfällt dieser Schritt. Dann decken wir einfach ganz schnell die nächste Karte auf. Das ist jetzt das Dreieck und jetzt kann ich mich wieder entscheiden, wo ich hin möchte bzw. wo ich hin kann. Und ich entscheide mich jetzt mal hier hoch zu gehen, denn warum mache ich das? Im Spiel bekommt ihr nachher Punkte zum einen, wie viele Bezirke ihr besucht habt. Also in dem Fall hätte ich 1, 2, 3 Bezirke besucht. Das heißt, hier unten würde das eingetragen werden und ich möchte möglichst viele dieser Stationen in einem Bezirk angefahren haben. Also umso mehr Bezirke oder umso mehr Bezirke mal die Station darin, das ist mein Multiplikator. Dann haben wir hier noch diese Symbole, ich sag mal einfach dem Stern drumherum. Das sind Touristenattraktionen. Sobald ich so eine anfahre, dann darf ich hier unten
das Ausschraffieren. Am Spielende bekomme ich dafür Punkte, dazu nachher aber noch ein bisschen mehr. Dann seht ihr, haben wir hier natürlich noch die Themse, typisch für London. Sobald ich diese Themse irgendwie überqueren würde, angenommen ich würde jetzt hier mit der nächsten Karte zum Viereck runterfahren können, dann schaue ich auch am Spielende, wie oft habe ich diese Themse überquert und trage das hier unten ein. Zusätzlich haben wir hier noch eine Touristenattraktion mit einem Fragezeichen. Hier kann ich beliebig hinfahren, das heißt, wenn ich das jetzt hier aufdecken würde, wäre es das Fünfeck, hätte ich die Möglichkeit, an diese Station zu fahren, dann dürfte ich das mit jedem dieser Symbole machen. Und ich habe gesagt, wir spielen mit der Experten- oder mit der fortgeschrittenen Variante und deswegen hat jede Station eine einmalige Fähigkeit. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Weiche zu benutzen. Die Weiche gibt es auch hier nochmal im Stapel, sowie auch hier einen Joker, hier kommen die Weiche. Sobald ich diese Weiche aufdecken würde, decke ich danach noch eine Karte auf und die sagt, ab jetzt darf ich eine Weiche hier zum Fünfeck machen. Und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie ich nicht von einem meiner beiden Enden weiterfahren muss. Jetzt darf ich nämlich sagen, ich habe eine Weiche und da möchte ich vielleicht, da mache ich gerade mal dieses Beispiel, da möchte ich, nee, ich möchte hier von meiner Station hier runter zum Fünfeck und das ist jetzt eine Weiche. Diese Sonderfähigkeit wäre jetzt für die rosa Linie quasi benutzt, die kommt weg. Das gleiche könnt ihr aber auch hier nochmal über die Karten eventuell bekommen. Ihr spielt jetzt also diese Runde so lange, bis hier die fünfte rosa Karte aufgedeckt werden würde. Das heißt, ihr seht, jetzt haben wir fünf dieser rosa Karten aufgezogen. Jede Runde kann also unterschiedlich lang oder kurz sein. Und dann kommen wir zu den Punkten. Punkte, habe ich ja gesagt, gibt es einmal für die Bezirke. Ich schaue nochmal, ich habe hier einen Bezirk, zwei Bezirk, drei Bezirk. Hier oben werde ich also eine 3 eintragen und jetzt schaue ich, wie viele dieser Stationen habe ich in einem Bezirk angefahren, also die meisten Stationen in einem Bezirk, das sind 1, 2, 3, das ist nämlich hier das meiste, hier hätte ich ja nur 2 und da nur eine, das heißt, hier trage ich ebenfalls eine 3 ein, ich habe einmal die Themse überquert, deswegen trage ich auch hier, eigentlich eine 1 rein, beziehungsweise 2, weil es gibt ja 2 Punkte. Und jetzt zähle ich die erste Runde einfach zusammen. Ich habe also hier 3 mal 3 Punkte, das sind 9 plus die 2. Ich habe hier 11 Punkte. Die Punkte für die Touristenattraktion, die werden erst am Spielende gewertet, genauso wie die. Das erkläre ich euch aber gleich. Jetzt ist die erste von 4 Runden vorbei. Diese Farbe, diese Station, die gebe ich jetzt weiter. Das heißt, ich lege sie zurück auf meine Spezialkarte. Ich gebe sie an den nächsten Spieler weiter oder einfach in die Tischmitte. Ich bekomme jetzt die Farbe von Melli. Ab jetzt werde ich bei der lila Station starten. Melli bekommt in diesem Fall die grüne Linie. Wir werden dieses Deck hier neu mischen. Das heißt, zacki, wir nehmen alle neuen Karten, mischen die durch. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Wir decken eine Karte auf. In dem Fall ist es der Joker. Und jetzt muss ich hier bei Lila beginnen. Die Sonderfähigkeit hier ist jetzt in diesem Fall, dass ich eine Station mir aussuchen kann. Die umkreise ich und nachher in der Multiplikationswertung zählt diese doppelt. Ich mache gerade nochmal ein Beispiel. Jetzt habe ich hier den Joker aufgesammelt. Ich fahre hier rüber zu Lila und ich benutze auch gleich meine Sonderfähigkeit. Denn nachher werde ich hier vermutlich die meisten Stationen angefahren haben und diese zählt doppelt. Das heißt, ich habe hier jetzt schon 3 Stationen angefahren. So, ich denke, ihr habt jetzt die Grundmechanik verstanden. Ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, was im Spiel nicht geht. Dazu drehe ich dieses Blatt einfach mal um, denn das haben wir schon gespielt. Wir haben auch hier schon die Punkte ausgewertet. Ihr seht schon, wir haben jetzt hier ein ganz verrücktes Streckennetz gebildet. Und ihr seht, wir haben hier niemals Strecken gekreuzt. Das heißt, ihr dürft niemals über eine bereits verbundene Linie drüber fahren. Das heißt, ich dürfte hier nicht mit dem Lila-Strich zum Dreieck rüber. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, eine der farbigen Linien im Kreis zu führen. Das heißt, ich dürfte nicht diese rosa Linien hier nochmal irgendwie verbinden. Das heißt, die müssen immer an 2 Enden mindestens offen sein. Das heißt also nochmal als kleine Zusammenfassung, nicht über andere Linien drüber und keine Linie darf geschlossen sein. Dann würde ich schon mal zu den Endpunkten kommen. Die hier unten habe ich euch schon erklärt. Dann haben wir hier die Touristenattraktion. Wir schauen jetzt einfach, wie weit sind wir gekommen. Und dann bekomme ich die Punkte, die ich nicht schraffiert habe. In diesem Fall wären das die 4 Punkte. Dann, seht ihr, haben wir hier noch Punkte für unterschiedliche Linien an einer Station angekommen. Das sind 2 unterschiedliche Linien, 3 unterschiedliche Linien und 4 unterschiedliche Linien. Ihr guckt jetzt also,
jede Station für sich an. Hier beispielsweise kommt die lila und die blaue Station an. Das heißt also, das haben wir einmal. Das haben wir hier noch ein zweites Mal, weil jemand hat aufgeschrieben, man hätte es dreimal gehabt. Und wir haben hier sogar drei Stationen, grün, lila und blau. Und wenn ihr sogar vier Stationen habt, dann tragt ihr das ebenfalls ein und kriegt die entsprechenden Punkte 2, 5 oder 9 pro Station. Da wir ja mit der fortgeschrittenen Variante spielen, haben wir hier noch gemeinsame Ziele. Dieses Ziel sagt an, wir müssen 6-mal die Themse überquert haben oder beziehungsweise und ich muss 5 oder alle 5 dieser Touristenattraktionen angefahren haben. Hier in diesem Beispiel hat es scheinbar mit diesen 6-mal Themse überqueren nicht geklappt. Nee, andersrum, es hat nicht geklappt, diese 5 unterschiedlichen Stationen anzufahren, aber wir sind 6-mal über die Themse gefahren. Das heißt also, für jede Auftragskarte, die ihr hier erfüllt habt, dürft ihr euch hier 10 Punkte eintragen und zählt sie zu eurem Gesamtergebnis dazu. So, jetzt zählt es also die Punkte zusammen und die Spielerin mit den meisten Punkten hat eine Runde Next Station London gewonnen. Sollte es einen Teil geben, also einen Gleichstand, dann gewinnt derjenige, der mit einer einzelnen U-Bahn-Linie die meisten Punkte gemacht hat. Wie uns das Ganze jetzt gefallen hat, in einem kurzen Fazit. Ja, wie haben wir Next Station London für uns entdeckt? Eigentlich hat es ja eher Eva für uns entdeckt. Und zwar, sie hatte schon irgendwie gehört und auch vielleicht auf BGA gesehen und dachte sich, und wir dachten uns, hey, das kommt ja demnächst bei hoch, aber wir haben es verwechselt. Dann waren wir in den Niederlanden auf Geschäftsreise und da haben wir es dann gesehen und am allerletzten Laden haben wir gesagt, komm, was soll's, ich nehme es jetzt einfach mal mit, wir testen das aus und dann schauen wir mal, wo es hinziehen wird. Und so viel ist schon mal gesagt, es wird das Hause Dino nicht verlassen. Punkt. Genau. Ihr habt gesehen, es ist ein Flip and Ride, es ist von den Regeln relativ einfach, es ist ein Familienspiel, das können wir schon mal vorwegnehmen. Was hat uns aber in diesem Spiel so begeistert? Zum einen finde ich diese Variante, dass wir nicht immer gleich viele Runden spielen, super. Das heißt, das Spiel kann manchmal ultra schnell vorbei sein, also im maximal schlechtesten Fall in nur 5 Runden. Dann würde schon gewertet werden. Zum anderen muss ich mich immer, wenn ich mich auf dem Plan bewege, entscheiden, gehe ich ein gewisses Risiko ein und hole mir vielleicht hier in so einer Bezirkswertung nochmal eine Extrastation oder ich fahre vielleicht den unangenehmeren, sicheren Weg und fahre halt immer an die Station, wo mir dann alle Optionen offen sind. Das heißt, dann fahre ich vielleicht ultra lang, habe dafür keinen guten Multiplikator. Und dieses Abwägen zwischen Risiko gehen, meine Spezialfähigkeit im fortgeschrittenen Spiel einzusetzen, das hat mir einfach jeden Abend hier bei uns Spaß gemacht. Wir saßen also wirklich da, komm, was machen wir heute noch? Komm, lass uns eine Runde Next Station London spielen. Und dann haben wir das ausgepackt und es bietet trotz allem für mich so eine gewisse Tiefe und einen gewissen Reiz, dass es halt wirklich bei uns so der Dauerbrenner geworden ist die letzte Zeit. Ja, genau. Also Angela sagt ja, es kam dann immer wieder auf den Tisch. Wir haben auch wirklich begonnen, nur mal das Grundspiel zu spielen, also wirklich nur drauf zu konzentrieren, Linien verbinden, die Stationen von Station hüpfen zu lassen und zu schauen. Und erst dann, nach dem dritten Spiel, glaube ich, haben wir dann noch die zusätzlichen Karten hier mit reingenommen, wo dann jeder Stift noch eine Sonderfähigkeit hat und auch noch diese Spielendbedingungen. Und dann gibt das Spiel nochmal so einen richtig schönen Twist, denn jetzt hat ja jeder Stift noch eine Sonderfähigkeit und die möchte und will man irgendwie nutzen. Und man versucht natürlich auch auf diese Sieg-End- oder Spielendbedingungen hinzuarbeiten, denn 10 Punkte ist dann doch nochmal ordentlich. Und dann wägt man immer wieder auch nochmal hier ab, mache ich jetzt vielleicht das, damit ich vielleicht das noch bekomme oder nicht? Und fahre dann vielleicht auch andere Wege. Und ich finde, es ist ein richtig tolles, einfach runtergebrochenes Roll and Ride, hat aber trotzdem so sein, ja, sein Suchtpotenzial. Genau, es hat ein Suchtpotenzial und es macht immer wieder Spaß und ich muss immer wieder schauen, wo geht's hin diesmal? Oh Mann, jetzt ist es aber gar nicht gut gelaufen mit der Linie. Mit der nächsten Linie, da haue ich nochmal ordentlich was raus und das gefällt mir dran. Es ist schnell und einfach erlernt und hat trotz allem so eine Spieltiefe. Ich finde es auch jedes Mal erstaunlich, wie sich einfach dieser Spielplan ändert. Also wir hatten hier schon, dass Leute sich auf der ganzen Karte verbreitet haben. Wir hatten schon Punktewertungen pro Linie mit 48 Punkten, wo man denkt, boah, wie krass ist das denn? Und manchmal, da ist es dann halt schwierig. Du machst hier bloß 16 Punkte, oder wie in meinem Beispiel sogar nur 11. Wir haben nicht zu Ende gespielt. Aber das ist jedes Mal anders und es ist wirklich simpel gemacht. Und das einzige Manko, was ich in dem Spiel habe, ist, oder die einzigen 2 Punkte, ist, dass es nur bis 4 spielbar ist. Das finde ich schade.
Und nachher die Auswertung der Stationen finde ich ein klein wenig schwierig. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Mir geht es quasi um die Wertung hier unten, wo ich schaue, wie viele Linien sind an die Station gefahren für die Punktende. Das ist so ein bisschen fitzelig, weil da müsst ihr quasi jetzt jede Station für sich durchgehen. Das ist ja, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Ansonsten haben wir das Spiel wirklich komplett überzeugt. Wir sind schon am Überlegen, wir müssen das noch einlaminieren, obwohl der Ding wirklich dick ist. Er ist doppelseitig, das ist auch schön. Aber dann brauchen wir eben Filzbuntstifte, die wiederum ja, passen. Also zum Einlaminieren ist es nicht so cool. Wenn mir Melly nochmal die Box reichen würde, das hat mir nämlich auch gut gefallen. Die ist, muss man auch einfach kurz sagen, die ist so mit so einem Magnetverschluss. Das finde ich auch klasse. Also wirklich, Next Station London war bei uns der Dauerbrenner nach der Geschäftsreise. Und wenn ihr Bock auf ein Flip and Ride habt mit einfachen Regeln, so perfekt, mit ein bisschen Farbe. Ja, perfekt für den Feierabend. Dann unbedingt angucken. Es ist multilingual. Es sind, glaube ich, 35 verschiedene Anleitungen hier so drin. Ich weiß gar nicht, ob Manny schon alle weggeschmissen hat. Nein. Ich habe noch alle drin. Also die Schaut Anleitungen mal, das sind alles Anleitungen, Leute. Die Anleitungen also, sind etwa so dick wie der Block. Und ich habe zu Angelo gesagt, such dir eine aus. Und er hat tatsächlich aus Versehen die deutsche auch noch gezogen. Also ich hatte das Glück und durfte in Deutsch lesen. Genau. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es offiziell in Deutschland erhältlich ist, beziehungsweise ob es noch irgendwann in den Vertrieb von Deutschland kommt. Ansonsten guckt einfach in internationalen Online-Shops im am besten umliegenden Ausland. Das sind die Versandkosten nicht so. Da findet ihr das Ganze auf jeden Fall. So, das soll es von mir gewesen sein. Ja, ich schwenke mit ein. Ich schaue mal, was meine Next Station London so baut und macht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und vielleicht auch noch ein Abo da, wenn es nicht schon passiert ist. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.